Willkommen zu einer neuen Folge Freddys Fernfahrerwoche. Ich habe gerade abgeladen, fahre jetzt leer nach Frankreich. Ihr seht, ich habe hier was Neues dran, nämlich einen Kühler, ausnahmsweise. Das heißt, es gibt jetzt mal wieder was Neues hier zu sehen auf dem Kanal, wobei ich den nicht so lange dran haben werde, also ich werde den nachher abstellen und dann wieder Planauflieger nehmen. Ich muss gerade noch mal die Türen zu machen hinten. Genau. Jetzt habt ihr ja die letzte Folge schon gesehen, da bin ich ja schon ein bisschen unterwegs gewesen. Moment. Und ja, da hatte ich allerdings ja noch den Planauflieger dran. Und ja, soweit läuft es hier ganz gut mit dem Kühler. So arg viel anders ist es ja nicht als plane fahren. Ich kann jetzt auch gerade noch den Kühler ausmachen, weil ich muss jetzt nichts mehr kühlen. Und dann geht es rüber nach Frankreich, aber mehr dazu in ein paar Minuten. So, hier ist jetzt auch nochmal ein kleiner Nachteil beim 105er DAF. Man kann das Ding nicht einklappen, das Airplay da, oder wie man es nennen soll, den Luftabweiser. Aber ich mache jetzt kurz mal einen Trick, Moment. So machen das nämlich, richtige Profis. Ich habe einfach kurz eingeschlagen. Dann kommt man da viel besser ran. Und genau, das System wird abgeschaltet und das Ding ist aus. Karre ist auch richtig schön eingesaut. Ist halt typisch für Winter. Felgen träge ich ohne Ende. Das heißt, da muss ich, wenn ich Zeit habe, auch nochmal putzen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal nach Mühlhausen. Da sollte ich eigentlich laden heute, also jetzt noch laden. Leider ist aber die Ladung ausgefallen. Und jetzt ist er jetzt erst ladbar ab 1 Uhr früh, also 1 Uhr nachts halt, weil irgendwie die Maschine da kaputt gegangen ist oder was weiß ich. Und jetzt kann ich das halt erst um die Uhrzeit laden. Fahre ich noch ein Stückchen rüber nach Frankreich, auf jeden Fall über die Grenze. Und dann werde ich mich da irgendwo hinstellen und um 1 Uhr halt pünktlich bei der Firma sein. Das Zeug laden, nach Offenburg fahren, das dort wieder abladen, dann die Auflieger tauschen, also Kühler abstellen und den Planauflieger mitnehmen. Dann fahre ich nach Bullerding und da kriege ich dann geladen für Südfrankreich. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau wohin, aber der Chef meinte, schön richtig weit runter, also mal gucken, wieso es mich da so verschlägt. Das wäre dann auch, glaube ich, die erste so eine richtige Tour nach Südfrankreich alleine. Also ich bin schon mal mit meinem Papa damals, als ich noch klein, ein kleiner Furz war, sind wir auch schon da runtergefahren teilweise, aber so selber, das weiteste unten war Lyon bis jetzt. Also die Tour kennt ihr ja. Genau. Und sonst läuft es einigermaßen. Also es ist halt hier Winter Wonderland. Man müsste es wahrscheinlich draußen ein bisschen sehen. Und ja. Oh, jetzt habe ich genug schon so viel wieder geredet. Ja, wieder was vergessen. Und zwar, ich würde gerne von euch wissen, wie ihr die GoPro Hero 6 findet. Also wie, ich werde jetzt diese ganze Folge mit der Hero 6 Film, ohne meine alte Kamera zu benutzen. Und dann würde ich mir von euch wünschen, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, wie ihr sie findet. Weil ich bin echt zwiegespalten gerade. Ich bin irgendwie so, ich habe die Aufnahmen angeguckt, aber irgendwie war ich noch nicht so weggehauen. Weil der Ton ist halt schlechter auf jeden Fall. Da gibt es keine Diskussion. So für mein Empfinden, ich muss jetzt mal gucken beim Schneiden, wie es nachher tatsächlich ist. Das ist halt der Punkt, der Ton. Und die Bildqualität, also das hat ja teilweise da jetzt in der letzten Folge, wahrscheinlich waren da auch schon Kommentare, ich weiß es ja nicht, die ist ja noch nicht draußen, waren da schon Kommentare mit der Kamera verwackelt oder wackelt komisch. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe jetzt mal die GoPro auf den anderen Saugnapf gemacht, den ich noch habe. Jetzt mal gucken, vielleicht ist es jetzt weg. Und ja, das ist halt so das Ding, was mich gerade beschäftigt. Und noch kann ich es halt zurückschicken, weil die Hero 4 funktioniert ja eigentlich noch. Ich dachte nur, vielleicht wird es mal Zeit für was Neues mit guter Nachtaufnahme und sowas, aber ob mir dann die bessere Nachtaufnahme, das bisschen, was ich da nachts filme, ob es mir das wert ist, dass dafür der Ton halt schlechter ist, ja, das lasse ich einfach euch entscheiden. Also wie gesagt, eure Meinung bitte in die Kommentare, ich lese es mir durch und werde dann entscheiden, was ich machen soll. Vielleicht mache ich auch nachher doch noch mal ein kleines Video von der Hero 4 rein, wie der Ton sich mit der Hero 4 anhört. Na komm, das mache ich jetzt einfach mal kurz. Jetzt müsstet ihr einen relativ guten Eindruck haben, direkt einen Vergleich haben zwischen der 6 und der 4er. Also, wie gesagt, ich sage jetzt nochmal in die Kommentare, ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Vielleicht mache ich auch noch so ein Umfrageding oben, da oben rechts ins Fenster rein.
wenn ich dran denke. Aber es kann natürlich sein, dass ich es vergesse. Also, weil ich die Videos ja hochlade und mich dann nicht drum kümmere. Oder, ja, was heißt nicht drum kümmere, aber halt einfach teilweise es verpennen, die Dinger da noch reinzumachen. Genau. Aber jetzt geht es erstmal rüber nach Frankreich. Der scheint hier nicht mal was zu kosten, der Autohof, so wie das aussieht. Muss ich aber nachher mal innen fragen. Oder keine Ahnung, so ganz verstehe ich das hier nicht, wie das hier funktioniert. Aber ich guck mal. Also die haben alle kein Ticket drin, so wie das aussieht. Oder doch? Nee, der hat auch keins. Man darf nur 24 Stunden parken. Alles klar. Ja, jetzt gucke ich mal, weil der Dennis hat gemeint, ich kann hier auch irgendwo duschen. Das muss ich mal gucken, ob ich das finde. Stehen Franzosen, aber auch viele Polen und sowas. Und ich glaube, die kommen nicht mehr heim bis ins neue Jahr. Ah, das ist natürlich schon scheiße. Das ist schon kacke. Was ich noch zeigen wollte, der hat zwei Liftachsen, der Aufleger. Also es geht nicht nur die Achse hoch, wie ich es normalerweise kenne, sondern auch die hintere. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen bei anderen Auflegern. Und jetzt habe ich es endlich mal, weil ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Nur zum Fahren ist relativ bescheiden. Also wenn da Spuren sind oder sowas, da schlägt es einen schon ganz ordentlich zusammen. naja, aber so. So mal testen ist ganz okay. Oder was heißt testen? Aber halt, um mal damit zu fahren, ist ganz interessant. Aber ich glaube mir ist doch die, wenn es nur eine Liftachse gibt, dann ist mir doch lieber. Und ich weiß jetzt auch, wo die Dusche ist. Jetzt richte ich hier mal mein Zeug. Mein tolles Renault-Handtuch, ja. Die es noch nicht kennen. Hier nochmal schick. Das brauche ich und dann brauche ich Wechselklamotten noch. Um 3.45 Uhr los. Und ja, wenn man dann so 12 Stunden unterwegs ist und schlecht geschlafen hat, weil ich die Standheizung hier bei dieser, mit dieser dämlichen Standheizungseinstellung einfach nicht gescheit eingestellt kriege, weil dann du stellst hier auf 22 Grad, dann machst du die Stufe hier und auf einmal ist es nachts bullenwarm. Also ja, auf jeden Fall alles nicht so optimal. Ach ja. Oh, ist das überhaupt richtig hier? Ich glaube schon. Weil da oben steht Hotel. Dusche gesperrt oder zu. Toll. Klo war zu. Also dieser Autohof ist keine Reise wert. Jedenfalls nicht mehr viel. Ich bin ziemlich platt. Leg mich bald ins Bett. Ich muss ja schon wieder so jenseits früh los. So um 12:30 oder 1 herum. Und Laden fahren. Aber das Gute ist, wenn ich so früh anfange, habe ich auch früh Feierabend. Und es ist ja am Freitag gar nicht so ungeschickt.
Und vor allem freue ich mich auf die Ladung nächste Woche. Also ich weiß jetzt ja immer noch nicht, wo es hingeht. Ich weiß aus Südfrankreich. Also ich hoffe so richtig schön weit in den Süden. Ja, ist genau das passiert, was einem nicht passieren sollte und was ich eigentlich auch vermeiden wollte. Ich habe mich nämlich vorhin hingelegt und dachte mir nichts Böses und schwupsiwups bin ich eingepennt. Und ja, nach zwei Stunden wieder aufgewacht, so um 8 rum oder so oder um 7:30. Und ja, jetzt bin ich natürlich topfit, ausgeschlafen, ausgeruht und muss in 3 Stunden losfahren. Es ist also so richtig, richtig, wie man sich das wünscht. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, was ich jetzt mache. Keine Ahnung, weil schlafen kann ich gerade nicht mehr. Ja, das ist halt Biorhythmus komplett durcheinander. Und genau aus dem Grund wollte ich eigentlich nicht einpennen, damit ich erst um 20 Uhr mich ins Bett lege, damit ich bis um 1 safe schlafe. Ja, aber ich Idiot. Beziehungsweise ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich einpenne, habe mich reingelegt und ich bin während meiner Serie, nach 20 Minuten war ich weg. Also toll, richtig toll. Und jetzt sitze ich hier und langweile mich. Der Parkplatz ist auch ein bisschen doof gemacht, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Also wenn der hier rechts, der Mercedes, jetzt weiter vorgefahren wäre, der hat aber zum Glück mitgedacht, dann hätte ich wahrscheinlich Probleme beim Rausfahren. Und hier der Spiegel, der Blinker da von dem Renault, ich weiß nicht, eigentlich müsste ich zoomen können. Oder geht das nicht? Eigentlich geht das mit der GoPro? Ah, irgendwie, ich krieg's jetzt gerade nicht hin. Auf jeden Fall, der hängt da auch raus, vielleicht sieht man es ja sogar. Oh, nicht, dass es nachher heißt, ich hätte ihn abgefahren. So, ich habe noch mal 2 Stunden gepennt oder sowas. Ist also nicht so pralle, aber sie sind jetzt halt, ich kann es auch nicht ändern. Ich fühle mich relativ fit und relativ ausgeruht. Ja, genau. Jetzt brauche ich von hier noch, wie lang? 20 Minuten. Dann hoffe ich mal, dass das dort alles einigermaßen klappt und mein Stuhl klemmt irgendwie. Fährt nicht hoch. Hallo, Stuhl. Achso, ich habe auch noch keine Luft, deswegen. Rechts war jetzt Livraison, ich muss ja aber Expedition. Und irgendwie ist das alles zu hier. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt klappt heute. Ich glaube, ich muss doch da vorne reinfahren, weil das war die einzige Einfahrt, die es gab. Oder ist hier noch was? Ich glaube, da gehe ich erstmal kurz rein und klingel mal. Aber wenn ich da reinfahre, die Einfahrt, das ist schon ein bisschen blöd zum wieder rausfahren. Ach ja. Ja, dann gucken wir mal, was bei denen abgeht. Also ich habe gerade geklingelt, Tor ging auf, also mache ich das gleiche Spiel nochmal. Jetzt muss ich euch nur schön von der Scheibe wegmachen oder wir machen es doch einfach so. Trick 17. Also gucken wir mal, ob es aufgeht. Aber eigentlich müsste es gehen. Bonsoir. Also immerhin einer reingegangen.
Der war zwar direkt wieder weg, aber er macht mir das Tor auf. Das heißt also, hier ist auf jeden Fall noch jemand wach. Das ist schon mal gut. Da steht schon einer. Der wird wohl wissen, wer ich bin. Man macht schön die Kamera aus, wer hier keine Anzeige bekommt wegen Persönlichkeitsverletzung, Rechtsverletzung. So, ça marche bien, würde der Franzose jetzt sagen. Also das klappt alles hier. Der wusste direkt Bescheid, wer ich bin, was ich brauche. Das heißt, der Tag fängt schon mal ganz gut an. Beim Kühler muss man jetzt das Standlicht anlassen, damit innen die Beleuchtung anbleibt, weil da natürlich kein Licht reinkommt von außen. Und ich bin auch ein bisschen krumm an die Rampe gefahren, aber ich glaube, in der Dunkelheit kann man mir das verzeihen. Ich stehe keine 20 Minuten an der Rampe und ich habe komplett vollgeladen. Also das war hier super. Also so schnell. So schnell habe ich schon lange keinen kompletten Zug mehr geladen bekommen wie hier. Es war alles bereit, es stand alles nur 2 Meter neben der Rampe. Aber ich habe auch richtig Gewicht bekommen. Also ich bin komplett ausgeladen. Jetzt muss ich hier nur mal die Karre noch hochkriegen, weil der natürlich in die Knie geht. So. Dann Türen zu und ab nach Offenburg. Jetzt muss es nur beim Abladen so schnell gehen wie beim Laden. Und dann ist der Tag heute auch gerettet und dann kann ich heute ganz schön so einen richtig schönen Mittagsschlaf zu Hause. So, ich stehe an der nächsten Rampe. Die laden auch schon ab. Also läuft es doch selbst zu so früher Stunde relativ gut alles. Also sowas wie das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Die haben tatsächlich mit vier Gabelstaplern abgeladen und die haben die Karre kurz in 16 Minuten leer geräumt. Wohlgemerkt 16 Minuten inklusive anmelden und so weiter. Also wie sagt man da, Props, Props an die Firma oder großes Lob, also wirklich Top-Service. Und jetzt bin ich schon leer, wir haben jetzt 16:30 und genau, da bin ich ungefähr eine halbe Stunde brauche ich von hier, dann stelle ich dort den Kühler ab. Ich stehe jetzt an der nächsten Rampe mittlerweile, es ist schon hell, es ist jetzt schon 22:45. Ich habe vorhin ungefähr, wie lange habe ich gestreamt, 1,5 Stunden oder sowas. Die laden mich auch gerade schon hier. Also es geht alles voran. Ich freue mich allerdings auf zu Hause und aufs Bett. Ich bin so am Arsch. Bin richtig, richtig, richtig müde. Muss noch eine 55 Minuten gleich fahren oder sagen wir mal eine Dreiviertelstunde, eine gute Dreiviertelstunde. Und vielleicht verschiebe ich das mit dem Einkaufen doch auf morgen, weil irgendwie jetzt ich bin nicht mehr so motiviert, das noch zu machen. Genau. Und ich wollte aber eigentlich noch eine Frage beantworten und zwar von dem Max aus Schleswig-Holstein. Der hat mir nämlich auf meine Fan-Nummer geschrieben und hat gefragt, wie ich eigentlich zum Eggelfahren gekommen bin. Und das ist eigentlich relativ schnell zu beantworten. Mein Papa hat mich damals mitgenommen, als ich noch kleiner Bur war. Die, wo Livestream gucken, die kennen das bestimmt schon, die Story. Und da habe ich dann halt irgendwie, mich angesteckt. Und da wollte ich es immer selber machen. Und ja, jetzt habe ich es da also soweit dann geschafft. Ne? Also, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.
Es ist 12.30 Uhr. Ich habe es endlich geschafft, den Tag heute. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich fühle mich, als hätte ich eine Nacht durchgemacht. Bin echt K.O. Mein Renault-Handtuch nervt mich gerade nur. Renault, komm, geh weg bitte. Oh, so ein Scheiß. So, und ja, jetzt freue ich mich erstmal auf den Freitagnachmittag. Gut, da werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ratzen, ein bisschen schlafen. Dann Samstag, Sonntag, Montag frei. Und Dienstag früh geht es dann weiter. Ich wollte euch ja eigentlich noch die Route zeigen, aber das zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Weil jetzt habe ich echt keinen Nerv mehr dafür. Ich räume jetzt hier noch alles zusammen, was ich brauche in der Wohnung. Oder was ich jetzt am Wochenende brauche. Und genau. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Ich glaube, ihr wisst soweit Bescheid. Auf jeden Fall wisst ihr ja auch Bescheid wegen dem Däumchen. Ja, das wäre nämlich ein Träumchen. Das wisst ihr ja alle. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch kein Abo habt. Und folgt mir auf Instagram, wenn ihr das auch noch nicht gemacht habt. Alles in der Beschreibung, außer das Abo. Und ja, haut rein, macht's gut. Denkt ans Däumchen. Und einen guten Rutsch natürlich. Stimmt, guter Rutsch. Frohes neues Jahr. Wenn ihr die Folge seht, ist 2018. Erste Folge 2018, stimmt. Fällt mir ja auch gerade ein. Ja, es ist mit der Zeitblase. Ja, ich bin, wie gesagt, momentan etwas durch den Wind aufgrund von ein bisschen Schlafmangel. Ja, aber so ist es halt. Jetzt gehe ich nach Hause und dann Haya Popeye und ich schwätze schon wieder viel zu viel. Also haut rein und bis bald.